Die Woche ging schon gut los. Zumindest mal der DAX, der hat das Ganze mit einem positiven Aufschlag gestartet. Wir sind über 200 Punkte im Plus gestartet. Und seitdem ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Wir schwanken hin und her. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart. Das ist der heutige Tag bisher. Also mit einem großen Gap nach oben, ansonsten nur nach rechts. Wohin soll das Ganze führen? Oh je, oh je. Also so richtig spannend ist das Ganze nicht. Ich hatte es vor dem Wochenende angedeutet, dass wir eigentlich gute Chancen hätten und es auch nicht untypisch wäre, nicht unnatürlich wäre und auch bullische Ambitionen noch nicht notwendigerweise kaputt macht, wenn der Kurs nach diesem Anstieg, den wir jetzt hier irgendwie hatten, jetzt mal ein bisschen nach unten käme. Im Gegenteil, das wäre sogar sehr natürlich und würde dann sogar möglicherweise die nächste bullische Bewegung nochmal aus der Reserve locken können. Je nachdem, wie diese Bewegung hier hinten ist, ob das so wackelig ist oder ob das eben dann doch an Steilheit gewinnt. Aber trotz alledem, ein Rücksetzer wäre in allen Fällen eigentlich sehr, sehr typisch. Aber der Markt will es offensichtlich noch nicht. Er traut sich noch nicht wirklich nach unten, sich zu beschleunigen. Und das ist ein Zeichen, wir werden wohl noch mal warten müssen. In Amerika haben wir es ein bisschen deutlicher sogar, wenn ich mir das mal angucke. Und da sehe ich sogar noch eine gewisse Chance, dass das jetzt vielleicht sogar trotzdem noch der Start ist. Denn auch wenn der Anfang hier ein bisschen arg komisch wackelig ist, das wäre eigentlich sogar noch ein mögliches klassisches bärisches Bild. Allerdings, um Himmels Willen, bitte jetzt nicht aufgrund dieser Szenarien jetzt hier shorten den Markt. Nur dann, oder eine Möglichkeit wäre, wenn der Markt dann auch entsprechend das Ganze bestätigt, das heißt hier die Höhe nicht halten kann und das letzte Zwischentief beispielsweise, das ist für mich immer so ein Klassiker, hier für einen Einstieg nutzt, also für einen Short-Einstieg in dem Fall nutzbar macht. Das wäre dann im Prinzip, dass wir dieses Bild, was wir hier jetzt haben, diese Aufwärtsbewegung, dass die dann entsprechend zu Ende wäre und wir vielleicht dann irgendwie sowas in der Art und Weise als eine Korrektur bekommen. Und dann kann es ja immer noch wieder nach oben gehen. Oder aber, wenn es dann nicht sein soll, gibt es dann eben doch vielleicht die Beschleunigung nach unten. Aber das ist noch geraten. Also welches dieser beiden Bilder es dann nachher wird, das können wir hier an dieser Stelle noch nicht entscheiden. Also nicht an dieser Stelle, wo wir jetzt im Moment stehen. Trotz alledem, irgendwie was in dieser Art wird kommen. Ob das jetzt schon kommt, das ist ja auch abhängig zum Beispiel von dem Trigger, den wir jetzt hier sehen. Also wenn wir sehen, dass so eine Marke da unten durchstoßen wird, dann spricht sehr vieles für dieses Bild. Solange der Markt dieses Niveau hier nicht triggert, also entsprechend noch nicht die Schwäche zeigt, die ich hier andeute, ja, ist es auch noch irgendwie denkbar, dass der Markt halt erst noch mal weiter nach oben geht. Trotz alledem, denkt immer daran, der Markt ist schon ein gutes Stück nach oben gelaufen. Ein Rücksetzer ist nichts Außergewöhnliches, ist nicht untypisches, ist nicht unnatürlich. Im Gegenteil, würde uns die Chance geben, neu zu erkennen, ob wir eben mit Stärke oder mit Schwäche, das war jetzt sehr clever von mir, mit Stärke oder Schwäche hier nach unten kommen. Also entweder so oder aber, ob es dann doch irgendwie was mit Schwung nach unten gibt. Das können wir dann sehen, wenn diese Bewegung eben tatsächlich dann auftritt. Meine Erwartungshaltung, also genau hinzugucken, wir sind an einem möglichen Ende dieses Aufwärtsarms. Das ist nicht das mögliche Ende der Welt, sondern es ist erstmal nur, dass eine Bewegung so langsam aber sicher zum Ende geht. Das deutet sich schon in der Geschwindigkeit an. Wir sehen, dass wenn wir hier mal so ein bisschen das versuchen nachzuvollziehen, dass der Schwung halt deutlich nachlässt. Und das ist eigentlich dann nicht das beste Zeichen für, haha, jetzt legen wir da los. Aber was weiß ich schon, immer solche Überlegungen auch nochmal bestätigen lassen. Es ist ganz wichtig, nicht einfach auf Teufel komm raus dann sagen, ah, das sehe ich auch so, ich mache jetzt einfach mal so. Der Markt soll das bestätigen und wie gesagt, eine Möglichkeit sind die Zwischenhochs. Man kann das mit Indikatorensystemen ebenfalls natürlich lösen, an dem man sagt, okay, sind wir denn in einem bestimmten Bereich? Machen wir mal das Beispiel in irgendeiner Form überkauft beispielsweise. Also wenn wir dann sehen, hier zum Beispiel, wenn wir so einen Oszillator haben, wir sind relativ weit oben schon. Dieser hier deutet das nicht an. Allerdings, das muss ich hier dazu sagen, dieser Indikator, kann der irgendwas in diesem Chart aussagen? In der jüngeren Vergangenheit waren die Aussagen aufgrund dieser Hochs und Tiefs nicht besonders sinnvoll. Insofern, diese Einstellung passt überhaupt nicht hier und dementsprechend kann ich auch nicht sagen, haha, er sagt auch noch Long. Das wäre gefährlich, sondern wir müssten dann schon eine Anpassung vornehmen, dass man sagt, okay, die Hochs und die Tiefs sind einigermaßen überschneidend im Chart und im Indikator. Dann kann man in etwa davon ausgehen. Dann sehen wir zumindest mal, dass wir hier relativ weit oben sind.
können noch mal diese Einstellung gucken. Die finde ich sogar noch attraktiver. Also diese Einstellung scheint mir einigermaßen abgestimmt zu sein auf das, was der Markt hier jetzt hat. Und demnach sagt er noch nicht zwangsweise, es muss jetzt sofort runtergehen, aber wir sind zumindest mal so überkauft, dass ein Dreh wahrscheinlicher wird. Und den kann man sich, wie gesagt, auf kleineren Ebenen ja durchaus dann bestätigen lassen, um dann eben zu sagen, okay, jetzt springe ich auf den Zug ein. Wem das alles zu langweilig ist im 4-Stunden-Chart, der kann natürlich die gleichen Methoden auch im Stundenchart beispielsweise anwenden. Natürlich auch hier der Hinweis, gibt es starke Bewegungen in die eine, gibt es was Wackeliges in die andere, dann sind Fortsetzungen nach unten eben mehr als typisch. Allerdings, bis das Video jetzt wirklich breit veröffentlicht ist, ist diese Situation natürlich schon rum, aber es ist auf kleiner Ebene genau das gleiche Spiel wie auf mittlere, wie auf großen, wie auf ganz großen. Da ist kein richtiger Unterschied. Das heißt, für jede Zeiteinheit ist da das Richtige mit dabei. So, in diesem Sinne drücke ich die Daumen, dass es einen guten Wochenstart gibt hier mit vielen tollen, sinnvoll umsetzbaren Trading-Ideen. Dafür meine besten Wünsche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.